Liebe Freunde, wirtschaftlich sinnvoller und nützlicher Nahverkehrssysteme, oder soll ich vielleicht besser sagen, liebe Berufsdemonstranten, vor 5 Wochen saß ich im Trockenen. Ich sage Ihnen aber ehrlich, ich bin heute Abend trotzdem lieber hier. Vor 5 Wochen war ich auf einer Veranstaltung in der Liederhalle, eingeladen von der Industrie- und Handelskammer. Dort hat uns der Herr Grobe die Bahn erklärt. Ich hatte drei Kontrollen zu überwinden. Es war Polizei vor dem Haus. Es gab eine Namensliste, in der ich namentlich abgehakt wurde. An der Garderobe habe ich 3 Pro-Anstecker bekommen. Im Gegenzug für meinen Mantel. Und nach der sogenannten Podiumsdiskussion gab es eine Fragerunde für die Zuhörer. Aber die ersten 6 Frager standen, das war ein Wunder, schon fest. Und die ersten 6 Frager fragten auch nichts, sondern lieferten nacheinander glühende Bekenntnisse für Stuttgart 21 ab. Da war zum Beispiel Joachim Möhrle, der Präsident der Handwerkskammer, der sagte, vereinen der die Argumentation von Herrn Grobe höre, gäbe es nur 2 Möglichkeiten. Entweder man sei von ihrer Sachlichkeit überzeugt, oder aber er sei böswillig und wolle die Argumente nicht zur Kenntnis nehmen. Dann kam ich zu Wort und sagte, dass wir 5 Tage vorher die Initiative Unternehmer gegen Stuttgart 21 gegründet hätten. 10 Teilnehmer erwartet, über E-Mail koordiniert, aber beim ersten Treffen kamen 130. Die Zahl von 130 hat sich innerhalb von 4 Wochen vervierfacht. Letzter Stand von vor einer Stunde, 518 Unternehmer gegen Stuttgart 21. Die Süddeutsche Zeitung hat über die Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer in der Liederhalle geschrieben, es sei ein Treffen von Gläubigen für Gläubige gewesen, mit Bahnchef Grobe als Messias. Die Veranstaltung hätte sektenähnliche Züge gehabt. Meine Damen und Herren, es ist mir peinlich, wenn die Süddeutsche Zeitung über die Wirtschaftskammer meiner Heimatstadt schreibt, sie würde sektenähnliche Veranstaltungen organisieren. Ich habe auf dieser Veranstaltung schwäbische Unternehmer gesehen, von deren Lebensleistung ich den allergrößten Respekt habe, zum Beispiel den Herrn Leibinger von der Firma Trumpf. Aber trotzdem bin ich als Unternehmer gegen Stuttgart 21, auch wenn die IHK sagt, die ganze Wirtschaft der Stadt sei dafür. Das sei demokratisch legitimiert. Ein Wahlmandat ist eine Vertrauenssache. Aber dieses Vertrauen ist vielen Unternehmern abhanden gekommen. Die Kammern wissen nicht, wie die Stuttgarter Unternehmer insgesamt denken, weil sie fast gar nichts dafür tun, es herauszufinden, sondern weil sie einseitige Veranstaltungen organisieren. Aber die Handelskammern haben den gesetzlichen Auftrag, die Meinung aller Unternehmen zu erkunden, die sie vertreten. Es wird gerne behauptet, Stuttgart 21 sei fortschrittlich. Aber, meine Damen und Herren, Fortschritt ist, wenn man Aufwand durch Intelligenz ersetzt. Vielleicht kennen Sie das. Sie kaufen sich in einem Laden eine Design-Kaffeekanne. Sie sieht toll aus, sie ist teuer, aber als Sie sie einweihen, verbrennen Sie sich am Griff die Finger und der Kaffee läuft auf den Tisch anstatt in die Tasse. Woher kommt es? Der Hersteller hat nur die Form und nicht die Funktion im Sinn gehabt. Es ist Designschrott. Auf Schwäbisch nennen wir so etwas Lumpengrust. Und wir haben nur die Wahl, die Kanne wegzuwerfen oder uns jeden Tag darüber zu ärgern. Auch der geplante Tiefbahnhof ist Lumpengrust. Aufgemotzte Designfantasien, aber es gibt kein Betriebskonzept. Man will uns weismachen, es sei das bestgeplante Bauprojekt Europas, aber es gibt trotz 16-jähriger Planung kein Betriebskonzept.
Das ist schwäbisch intelligent. Aufwand ersetzt durch Intelligenz. Eine Innovation ist ein Doppelstockwagen bei der Eisenbahn, mit dem ich im Nahverkehr in der Hauptverkehrszeit doppelt so viele Passagiere bequem befördern kann als bisher. Nur 4% aller Fahrgäste fahren im Fernverkehr. Für die anderen ist der tägliche Nahverkehr zur Arbeit viel wichtiger. Aber seit den Schlichtungsrunden wissen wir, dass beim Tiefbahnhof die Tunnel so eng sind, dass keine Doppelstockwagen mehr durchpassen. Der Tunnel auf die Vilnam ist sogar so eng, dass es keinen Platz mehr gibt für Oberleitungen. Deswegen müssen Stromschienen her und Nachrüstungen, die 300.000 Euro pro Lokomotive kosten. Das ist unschwäbisch und das ist nicht innovativ. Hier wird nicht Aufwand durch Intelligenz ersetzt, sondern es ist genau umgekehrt. Hier ersetzt ein Riesenaufwand die mangelnde Intelligenz und das lassen wir uns in der Stadt der Tüftler und Denker nicht gefallen. Es ist ein guter schwäbischer Brauch, zuerst nachzudenken und dann zu bauen. Erst zu bauen und sich dann zu wundern, dass es nicht funktioniert, ist kein guter Brauch. Das ist nur ein technokratisch ungutes Bräuchle. Und sowas brauchen wir nicht in unserer Stadt. Und als Geschäftsreisender will ich keine Rekordgeschwindigkeit, sondern ich will eine kurze Reisezeit. Es nützt mir nichts, wenn ich im Tunnel nach Ulm rase und muss dort 40 Minuten auf den Anschlusszug warten. In der Schweiz geht es heute schon besser. In der Schweiz fahren die Züge langsamer, aber intelligent im Taktfahrplan. 5 Minuten Umsteigezeit, dann geht es schon weiter. Und das Ergebnis? In der kleinen Schweiz fährt jeder Schweizer Bürger 2,5-mal so viel Bahnkilometer wie bei uns jeder. Das ist intelligent und das ist nachhaltig gedacht. Und ich möchte wissen, warum begreift es in den Wirtschaftskammern unserer Stadt keiner? Sie sehen also, auch das Schnelligkeitsargument ist ein verlogenes Argument. Vor 25 Jahren bin ich mit dem Zug nach München 2 Stunden und 1 Minute gefahren. Heute braucht der gleiche Zug 2 Stunden 26 Minuten. Warum? Weil die Bahn die Strecken hat verrotten lassen, dass jetzt nur noch langsam gefahren werden kann. Aber die Bahn hat 25 Jahre vom Steuerzahler Geld bekommen für den Erhalt der Strecken und hat das Geld für etwas anderes verwendet, für internationale Einkaufstouren und Beteiligungen. Die Deutsche Bahn ist heute zweitgrößter Luftfrachtspediteur und drittgrößter Seefrachtspediteur der Welt geworden, gekauft mit abgezweigtem Geld. Herr Grube sagt, er sei ein ehrbarer Kaufmann, er habe einen Vertrag, den wolle er erfüllen. Lieber Herr Grube, ja, Sie haben ein schweres Erbe von Ihren Vorgängern übernommen. Aber wenn Sie ein ehrbarer Kaufmann sein wollen, dann geben Sie uns Bahnfahrern das Geld zurück, das Ihre Vorgänger abgezweigt und in Auslandsprojekte gesteckt haben. Die Bahn hat 25 Jahre lang ihre Verträge gegenüber den Bürgern nicht erfüllt. Die Bahn ist zu teuer. Ihre Vorgänger haben die Bahn planmäßig verrotten lassen und es wäre ehrbar, das wieder in Ordnung zu bringen und nicht als Ausstiegskosten zu berechnen. Wir erwarten, dass nach dem Ende der Schlichtung nicht getrickst wird. Fortschritt heißt, Aufwand durch Intelligenz zu ersetzen. Mit K21 könnten wir für 1 bis 2 Milliarden mehr Nutzen schaffen und ein leistungsfähigeres Nah- und Fernverkehrssystem, als man es uns für 8 oder 10 oder 12 Milliarden hinklotzen will. Welcher schwäbische Unternehmer wird 10 Milliarden ausgeben, wenn er für 2 Milliarden eine leistungsfähigere Variante bekommen kann? Je mehr man über Stuttgart 21 erfährt, desto mehr ist man dagegen. Wir alle werden dieses unintelligente, technokratisch brutalst mögliche Stuttgart 21 verhindern. Damen und Herren, mein Freund Gerhard Raff würde dazu sagen, Herr, schmeiß Hirnra. Herr, schmeiß Hirnra und bringe unsere Kammerfunktionäre zur Vernunft. Herr, schmeiß Hirnra, damit alle Unternehmer wieder schwäbisch verantwortlich handeln. Herr, schmeiß Hirnra und helfe den Politikern zu erkennen, dass man nicht Politik machen kann gegen den Nutzen einer Stadt und gegen den Willen der Bürger einer Stadt.